Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder meine Leseempfehlung. Ich lese für mein Leben gerne und ich lese viel. Und aus meinen ganzen Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe, habe ich die 8 besten zusammengetragen für meine Leseempfehlung 2022. Es sind ein paar Businessbücher dabei, aber auch Bücher, die dich persönlich nach vorne bringen. Es ist eine Biografie dabei und natürlich auch eine Urlaubslektüre. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und wirklich wichtig ist mir das Lesen. Lesen ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ich starte jeden Morgen mit Lesen in den Tag. Also mit meiner Morgenroutine habe ich Lesen fest integriert. Jeden Tag so 20 bis 30 Minuten. Das sorgt dafür, dass ich erstmal frisch bin im Kopf, dass ich mich darauf konzentrieren kann, wenn ich morgens aufwache, auf das, was ich lese. Aber es sorgt auch dafür, dass ich mit inspirierenden Gedanken in den Tag starte und nicht schon irgendwie Probleme wälze oder auf irgendwelchen ungelösten Dingen drauf rumkaue, sondern wirklich inspirierende Gedanken für den Tag habe. Und ich kann euch nur ermutigen, es auch mal zu probieren. Versucht mal, Lesen in eure Morgenroutine zu integrieren. Letztes Jahr viele Bücher gelesen, nicht nur Businessbücher, sondern auch vieles, was einen persönlich nach vorne bringt. Die 8 besten daraus habe ich hier zusammengestellt und wir fangen einfach mal mit dem ersten direkt an. Der Professor Dr. Matthew Walker, der ist amerikanischer Wissenschaftler und hat auch ein eigenes Schlaflabor. Und er hat sich seinem ganzen Leben nur mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Und das hat ihn dann dazu geführt, das tolle Buch zu schreiben, das große Buch vom Schlaf und die enorme Bedeutung des Schlafs. Ich persönlich hätte mir gewünscht, ich hätte das vor 30 Jahren gelesen, so zu meiner Studentenzeit, weil da habe ich wirklich vieles nicht ganz richtig gemacht. Ich habe Nächte durchgefeiert, ich habe Nächte durchgelernt, aber das ist genau falsch, weil Schlafen ist so wichtig. Und der Walker, der schreibt, für die Gesundheit ist der Schlaf viel wichtiger als Ernährung und als Sport. Also Schlafen ist wichtiger für unsere Gesundheit als Ernährung und Sport. Er nennt Schlaf einen Superpower, also eine Superkraft, die wir haben, die wir unbedingt nutzen müssen. Und eigentlich ist es ja ganz einfach. Wir müssen nur dafür sorgen, ausreichend und den richtigen Schlaf zu haben. Und wie das geht, das beschreibt er in dem Buch. Und er schreibt, der richtige Schlaf, der macht uns klüger, attraktiver, schlanker, beugt Krebs und Demenz vor, stärkt das Immunsystem und verringert das Risiko für Herzinfarkt und Diabetes. Das hört sich ja einfach wahnsinnig an, das kann ja gar nicht wahr sein, doch es ist wahr. Er belegt das an wissenschaftlichen Studien, dass das, was ich gerade gesagt habe, alles stimmt. Also super inspirierend und auch wenn ihr das Buch nicht lest, dann geht auf jeden Fall immer rechtzeitig ins Bett, sodass ihr jeden Abend oder jede Nacht 8 Stunden Schlaf habt. Günter Frank und Maya Storch haben zusammen das Buch Die Manjana-Kompetenz geschrieben. Auch Powermenschen brauchen Pause. Günter Frank, der ist Mediziner. Maya Storch, meine ich, die wäre Psychologin. Und die haben beide das Thema Abschalten mal von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Sie haben es erstmal super lustig, super mit einem Augenzwinkern beschrieben, mit tollen eigenen Geschichten. Also es macht Spaß zu lesen, aber es zeigt einfach auf, wie wichtig es ist, dass wir abschalten. Weil mal, es ist ja so, wir haben ein total volles Leben. Morgens geht's los bis abends, unser Terminkalender ist voll, das Leben ist so voll, aber trotzdem fühlt es sich ja oft leer an. Und warum dem so ist, das hat viel damit zu tun, dass wir uns nämlich nicht mehr selber spüren. Dass wir gar nicht mehr mit unserem eigenen Ich, mit uns selbst in Kontakt kommen. Und wie wir das wieder schaffen, wie wir zu diesem Abschalten kommen und wieder zu dem Innehalten und zu dem ruhiger werden, genau darum geht es in diesem Buch. Und wir Unternehmerinnen und Unternehmer, wir sind alles Powermenschen, wir wollen nach vorne, wir sind intrinsisch motiviert, wir wollen unsere Ziele erreichen und das ist auch gut so. Aber genauso wichtig ist das Abschalten. Und wie das geht und warum das wichtig ist, das steht in diesem Buch, die Manjana-Kompetenz.
Die Dorothea Assig und die Dorothee Echter, das sind beides Top-Management-Beraterinnen. Also sie beraten das Top-Management. Und sie haben in diesem Zusammenhang mal so den Schlüssel versucht oder so den Code zu knacken, wie Karrieren gelingen. Wie kommt es, dass viele Leute Karriere machen oder einige Leute Karriere machen und viele nicht? Und hier geht es nicht um Karrieren irgendwie in irgendwelchen Konzernen oder sowas, sicherlich auch, aber es geht generell um Karrieren in der Wirtschaft, aber auch im Sport oder im Kunstbereich. Wie kann es sein, dass manchen Menschen diese Karrieren gelingen und anderen eben nicht? Und ihr Schlüssel dazu, es sind nicht irgendwelche Karrieretipps, die man irgendwo im Internet oder in x-beliebigen Büchern nachlesen kann. Nein, sie haben herausgefunden, dass eine Ambition dahinter stecken muss, die richtige Ambition. Und wie man diese Ambition in sich entdeckt und wie man die auch zur Entfaltung bringt, das erklären sie sehr ausführlich und sehr anschaulich in dem Buch. Also eine klare Leseempfehlung für die Leute, die ihre Karriere nach vorne bringen wollen. Alexander Keck ist kein Steuerberater, kein Wirtschaftsprüfer und trotzdem hat er das Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen geschrieben. Und genau das macht das Buch auch aus und das macht es so lesenswert. Er hat es nämlich aus seiner Sicht des Unternehmers geschrieben. Und er hat festgestellt, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer uns viel zu wenig damit auseinandersetzen, wie wir Steuern sparen können. Und er hat hier aber nicht irgendwelche dubiosen Steuertricks oder so Sachen, die so hart an der Grenze zur Legalität oder Illegalität sind, irgendwie aufgelistet. Nein, er hat uns sich einfach damit beschäftigt, wie eine Firmenstruktur uns helfen kann, Steuern zu sparen. Und er bringt ganz viele Beispiele, einfache Rechenbeispiele auch, die jedem von uns, der sich nicht so mit dem Thema beschäftigt, wo ich auch zugehörte, einfach einleuchten. Und das ist aus meiner Sicht für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin eine absolute Pflichtlektüre. Der Holländer Rutger Bregman ist nicht nur ein begnadeter Autor, es ist auch ein inspirierender Vordenker, absolut. Und in diesem Buch, Utopien für Realisten, schreibt er im Prinzip über drei Dinge, die uns beschäftigen sollten. Drei Dinge, die uns helfen, die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, zu meistern. Das ist auf der einen Seite die 15-Stunden-Woche, dann offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Und er kann nicht nur gut schreiben, er kann auch gut recherchieren und er hat wirklich tolle Dinge, tolle Studien, tolle Pilotversuche, tolle Dinge einfach entdeckt, die genau dafür sprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen sollten. Also ein super inspirierendes Buch, was sich damit beschäftigt, womit wir uns als Gesellschaft beschäftigen sollten. Frank Schätzing gehört nicht zu meinen Lieblingsautoren, gebe ich zu. Ich weiß auch gar nicht, wie ich an dieses Buch gekommen bin, aber ich muss sagen, es ist wirklich richtig klasse. Er beschäftigt sich mit der Klimakrise und baut dieses Buch so als Krimi auf. Und er geht auch nicht daher, so mit erhobenem Zeigefinger und sagt, was wir alles falsch machen und was wir alles ändern sollten. Nein, sondern er zeigt wirklich an wissenschaftlichen Fakten belegt, auf was wir zusteuern und wie wir vielleicht es noch schaffen könnten, die Kurve zu kriegen. Er kann wahnsinnig toll schreiben. Es ist so, wie sagt man im Amerikanischen, ein echter Page-Turner. Ich liebe Biografien und ich lese viele davon. Und letztes Jahr ist die von Phil Knight, dem Gründer von Nike, wirklich haften geblieben. Eine ganz, ganz tolle Biografie, Shoe Dog genannt. Er nennt sich nämlich Shoe Dog, weil er sich ja mit Schuhen beschäftigt. Und in dieser Biografie ist er wirklich schonungslos offen. Er redet von all seinen Rückschlägen, von seinen Niederlagen, von seinen Fast-Insolvenzen, von denen Nike wirklich einige hatte. Und die beschreibt er ganz offen. Er redet über seine Ängste, über seine Schwächen, die er hat und alles, was er so durchstehen musste. Und er zeigt wirklich damit, dass der Weg zu einem so erfolgreichen Unternehmer, wie er ist, durchaus steinig sein kann und garantiert auch für jeden steinig ist. Und das hat mir gezeigt, mir als Unternehmer, dass es anderen auch geht. Auch andere stehen vor den gleichen Herausforderungen. Und wenn man sie aber meistert, wenn man dranbleibt, dann kann man erfolgreich sein.
Und genau das macht dieses Buch so inspirierend. Die Urlaubslektüre kommt dieses Jahr mal wieder von Julie C. Und zwar ihr neuestes Werk über Menschen. Wer meinen Leseempfehlungen schon länger folgt, weiß, ich bin ein großer Julie C.-Fan. Sie ist einfach grandios, sie ist großartig, ihr Schreibstil ist toll, sie hat ein tolles Vokabular, sie hat eine wahnsinnig gute Auffassung, Beobachtungsgabe, echt klasse. Und ihr neues Buch über Menschen macht da überhaupt keine Ausnahme. Eher im Gegenteil, es ist einfach wirklich einfach grandios. Ich will gar nicht so auf die Geschichte eingehen, sondern lasst euch selber da mal überraschen, worum es geht. Aber sie hält uns so ein bisschen den Spiegel vor, so unser Schubladendenken, unsere eigene so Befangenheit, unsere Schwächen. Und sie zeigt uns, dass wenn wir uns trauen, wieder Menschen zu sein, dass wir dann unsere Stärken wieder entfalten können. Also, grandioses Buch, unbedingt lesen. Ja, ich hoffe, die Leseempfehlungen waren etwas für euch. Ihr konntet etwas damit anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback dazu gebt, aber noch mehr freue ich mich, wenn ihr mir eure Leseempfehlungen mal gebt. Also schreibt mal hier in die Kommentare bei YouTube einfach rein, was ihr mir für Bücher empfehlt. Ich freue mich über jede Empfehlung, weil ich brauche immer wahnsinnig viel Stoff, damit ich ja morgens auch lesen kann. Also her mit euren Leseempfehlungen für dieses Jahr. Meine habt ihr ja jetzt. Und ich wünsche euch damit, mit diesen Leseempfehlungen natürlich wieder mehr Zeit für die Bücher hier und natürlich für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.